diesem Video werden Themen und Fragestellungen zum Bereich der Wissensvermittlung bei Schulkindern aus Sicht der pädagogischen Psychologie besprochen. Es können unter anderem zwei Ziele der Wissensvermittlung angeführt werden: Qualifizierung und Egalisierung. Erstens, das Ziel der Qualifizierung besteht darin, einen möglichst großen Wissenszuwachs in vielen Themengebieten zu erzielen. Die Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern orientiert sich am Lernstoff und an effektiver Zeitausnutzung. Zweitens, ein Ziel der Egalisierung besteht unter anderem darin, Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der Vorkenntnisse und Lerngeschwindigkeiten auszugleichen. Da leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler mehr Zeit benötigen, um Aufgabenstellungen bewältigen zu können, ist im Hinblick auf das Ziel der Egalisierung die Geschwindigkeit der Wissensvermittlung weniger wichtig. Es gibt unterschiedliche Methoden der Wissensvermittlung, denen verschiedene Vor- und Nachteile zugeordnet werden. Hier folgt in diesem Zusammenhang eine unvollständige Auswahl. Kommen wir zum Frontalunterricht. Es handelt sich dabei letztlich um einen fortdauernden Kreislauf aus Vermittlung von Wissen durch einen Vortrag der Lehrkraft, der Lernzielkontrolle durch gezielte Fragen der Lehrkraft an die Zuhörerinnen und Zuhörer und einer Rückmeldung, ob die Fragen korrekt beantwortet werden, an die Schülerinnen und Schüler. Vorteile des Frontalunterrichts bestehen unter anderem darin, dass die Arbeitszeit effektiv genutzt wird und an eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern das Wissen vermittelt werden kann. Als besonders günstig erweist sich diese Vorgehensweise bei der Einführung in neue Themengebiete. Als Nachteile erweisen sich einerseits die Anforderung an die Schülerinnen und Schüler, lange aufmerksam sein zu müssen. Dies führt unter anderem zu Ermüdung und sinkender Motivation. Auf der anderen Seite bietet diese Methode zur Wissensvermittlung den Schülerinnen und Schülern nur geringe Möglichkeiten zur Anwendung, Transfer des erworbenen Wissens. Kommen wir zum kooperativen Lernen. Kleingruppen von Schülerinnen erarbeiten gemeinsam ein von der Lehrkraft festgelegtes Stoff- und Themengebiet. Sie müssen eigenständig den Umgang mit Lern- bzw. Arbeitsmitteln bewältigen und selber Teilziele festlegen. Der Lehrkraft kommt, verglichen mit dem Frontalunterricht, eine geringere Bedeutung als Wissensvermittler zu. Lehrerinnen und Lehrer sind zuständig für die Festlegung von Lernzielen, die Bereitstellung von Wissensquellen wie beispielsweise Videos, Skripten, Internetlinks und so weiter und stehen, wenn nötig, zur Hilfestellung der Schülerinnen und Schüler bereit. Vorteile des kooperativen Lernens bestehen unter anderem in einer Förderung der Kreativität, der kritischen Denkfähigkeit und des selbstständigen Arbeitens. Mögliche Nachteile bestehen im Zusammenhang mit dieser Methode in einer manchmal durch unterschiedliche Arbeitshaltungen der Schülerinnen und Schüler bedingten ineffektiven Arbeitsweise und dem mitunter großen Zeitaufwand. Kommen wir zur Gruppendiskussion. Gruppen setzen sich in einem gemeinsamen Gespräch mit einem von der Lehrkraft vorgegebenen Thema auseinander. Ein möglicher Vorteil besteht in einer Steigerung der Leistungsmotivation bei manchen der Schülerinnen und Schüler. Ein Nachteil könnte darin bestehen, dass beispielsweise die Neigung, die eigene Meinung zu äußern, bei schwächeren und ängstlicheren Schülern und Schülerinnen abnimmt. Welche Bedeutung hat jetzt der Einsatz moderner Medien zum Zwecke der Wissensvermittlung? Die Bewertung des Einflusses, der Sinnhaftigkeit und der Auswirkungen moderner Medien wie Fernsehen, Internet, Tablets, PCs und Smartphones und so weiter auf das Erleben und Verhalten der Menschen durch Psychologinnen und Psychologen ist sehr unterschiedlich. Übereinstimmend kann festgestellt werden, dass beispielsweise Videotutorials und soziale Medien das selbstorganisierte Lernen unterstützen können, aber nicht müssen. Ein unproduktiver Einsatz liegt unter anderem dann vor, wenn Medien bloß betrachtet werden und deshalb kaum ein positiver Lerneffekt vorliegt. Wenn dagegen aber im Zusammenhang mit Medien, deren Inhalte erarbeitet und durchdacht werden, kann dies als produktiver Einsatz bezeichnet werden. Dieser ermöglicht eine langfristige Speicherung von Inhalten.
Ein Beispiel für die Erarbeitung von Inhalten ist die Erstellung von beispielsweise Zusammenfassungen in Form einer Mindmap.